Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Alex von Mickey hier. Heute geht es um unsere Daten, um Datenschutz, um unsere Privatsphäre. Das ist uns ja immer sehr wichtig und wenn ich mit Leuten spreche aus meinem Bekanntenkreis, dann höre ich ab und zu so Sachen wie, ja, ich gehe nicht zu YouTube, ich melde mich auch nicht bei Google an und so und die wollen nur meine Daten haben. Ja, also ich meine, bei Facebook kann ich das ja verstehen, da bin ich auch nicht. Und ich muss da auch nicht jeden Tag mein Mittagessen posten. Aber YouTube zum Beispiel, okay, da kann ich auch nicht ausschließen, ob ich mit meiner Meinung und mit den Informationen, die ich hier auf diesem Kanal verbreite, ob ich da nicht schon auf eine bestimmte Liste gekommen bin. Ja, ob man sich da nicht vielleicht schon für mich interessiert. Und naja, ihr seht ja, was mit anderen YouTubern geschieht, die halt patriotisch unterwegs sind, denen Deutschland halt am Herzen liegt und so weiter. Und die halt auch bestimmte Probleme ansprechen, die wir hier in unserem Land haben. Ja, da wird dann schon mal ein Kanal gesperrt oder ein Video gelöscht oder vielleicht landet auch ein YouTuber mal in den Mainstream-Medien und wird dort als Rechter und als was weiß ich da dargestellt, was dann aber meistens gar nicht stimmt. In letzter Zeit hatten wir Heiko Schrank oder Carsten Jahn schon in den Mainstream-Medien mit dem Hinweis, dass es sich hierbei um Rechte oder um Extremisten oder was weiß ich handeln würde. Wer aber diese Formate verfolgt, der weiß, was das für ein Quatsch ist. Und auch Never Forget Nikki ist kein irgendwie Hassprediger oder so. Ja, das wird immer gerne in die Öffentlichkeit so gezerrt, aber da ist natürlich nichts dran. Ja, aber wir kommen zurück zu unseren Daten. Wenn wir uns bei Google anmelden und so, ja gut, dann geben wir halt ein paar Daten von uns bekannt. Aber mal ganz ehrlich, unsere Daten sind doch immer nur so lang geschützt, wie sie nicht gebraucht werden oder wie sich keiner für sie interessiert. Sobald unsere Daten interessant werden, ja, stehen sie nicht mehr unter dem Schutz. Und da braucht es noch nicht erst einen Richter, der einordnet oder beschließt, dass irgendwelche Daten da angeschaut werden sollen, sondern ja, wenn wir ein Computerprogramm installieren, dann klicken wir ja auch auf die Datenschutzbestimmungen, dann klicken wir auf die ja, allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Beispiel, oder wenn wir irgendwo im Internet was kaufen, dann müssen wir auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren und eine Datenschutzerklärung anklicken, dass wir da zustimmen. Sogar wenn wir zum Arzt gehen oder in einem Sportverein sind oder wo auch immer, überall müssen wir eine Datenschutzerklärung unterschreiben, dass die Daten, die wir halt hinterlegen, da auch verwendet werden können. Und mal ganz ehrlich, wer liest denn in dieser Flut von Erklärungen, die wir unterschreiben müssen, sich alles genau durch und weiß genau, was dann mit unseren Daten geschieht? Gut, in der Arztpraxis kann man natürlich relativ sicher sein, dass die das wirklich nur unterschreiben lassen, damit sie unsere Daten speichern können. Aber trotzdem wissen wir nicht so ganz genau, was mit unseren Daten geschieht, die wir im Internet hinterlegen bei irgendwelchen Anbietern oder wie auch immer. Ja, und deswegen warum machen wir uns gerade bei YouTube, also Google Gedanken, das geht ja nach Amerika. Ja, ich muss dazu sagen, ich hatte mal vor einiger Zeit getankt an einer Tankstelle und da dauerte das ein bisschen länger mit der Kreditkarte. Ich zahle meine Tankrechnung meistens mit Kreditkarte und dann sagte der, ja, dauert ein bisschen länger, das geht ja auch bis nach Texas und wieder zurück, ne? Also bis in die USA. Auch da sind unsere Daten auf der Datenautobahn unterwegs und auch da kann man dann wahrscheinlich ganz genüsslich mal nachschauen, was wir mit unserer Kreditkarte wann, wo, zu welchem Preis gekauft haben, in welchem Ort und in welchem Geschäft. Das ist alles natürlich transparent. Und wenn tatsächlich das Bargeld mal abgeschafft werden sollte, ja, dann kann man alle unsere Einkäufe, unsere finanziellen Transaktionen natürlich nachvollziehen. Und dann, ob das dann alles so geschützt ist, das ist dann auch die nächste Frage. Also unsere Daten, die sind nur so lange geschützt, wie sie nicht interessant sind. Aber sobald sie interessant sind, sind sie auch nicht mehr geschützt. Wir können ja, wie gesagt, kein Computerprogramm bei uns installieren oder keinen Online-Service nutzen, ohne vorher einen Haken gemacht zu haben, dass wir die Datenschutzbestimmung dieses Anbieters halt akzeptieren und dann ja
dann liest das alles wirklich durch. Aber das ist noch nicht alles. Wer sich dafür für diese Thematik interessiert, der weiß ja auch, dass die Amerikaner und auch andere Geheimdienste mehr schnüffeln, als sie eigentlich dürfen. Ja, und da gibt es das Projekt Echelon zum Beispiel. Ich habe mich schon vor vielen Jahren eigentlich damit mal beschäftigt, weil dieses Projekt Echelon, das gibt schon seit den 70ern. Ja, da haben sie, also ich lese das mal vor, was ich da herausgefunden habe. Das sind so zwei Zeitungsberichte, zwei kleine Artikel, die ich mal vorlesen möchte, und ich blende auch den Text hierzu ein. Wie gesagt, ich interessiere mich da schon länger für und deswegen sind diese Artikel auch schon ein bisschen älter, aber nichtsdestotrotz sind sie immer noch aktuell. Hamburger Morgenpost vom 28.02.2000, dort heißt es: Enthüllt, Big Brother watcht uns schon lange. London, Big Brother, die totale Überwachung, eine Horrorvision? Nein, Realität. Ehemalige Geheimdienstmitarbeiter enthüllen jetzt, dass Telefonate, Faxe und E-Mails schon seit Jahren ausspioniert werden. Die Aktion trägt den Decknamen Echelon, ist ein geheimes Netzwerk der Regierungen von Kanada, Australien, Neuseeland, Großbritannien und der USA. Mindestens 10 Überwachungsstationen arbeiten rund um den Globus. Dort werden Telefonate, E-Mails und Faxe, die über Satellit gehen, aufgefangen. Echelon ist wie ein großer Staubsauger am Himmel, sagt Mike Frost, einst im Dienst des kanadischen Geheimdienstes. Das Spionagenetz kann 1 Million Nachrichten in 30 Minuten filtern, nach Schlüsselworten wie Bombe oder nach den Gesprächspartnern. Prinzessin Diana zum Beispiel wurde so heimlich ausspioniert, weil sie sich gegen Landminen engagierte. Echelon fischte sogar die Botschaften zwischen Johannes Paul II. Und Mutter Teresa vom Satelliten und gab sie an den britischen Geheimdienst weiter, so die Sunday Times. Der zweite Artikel, den ich gefunden habe und den ich jetzt hier auch vorlesen möchte, ist aus der Weltwoche. Und das ist eine Schweizer Zeitung, Ausgabe Nummer 30 aus dem Jahr 2000, vom 27.07.2000. Die Welt der großen Uhren. Ein verdächtiges Wort am Telefon, ein falscher Satz in Fax oder E-Mail, schon sind Amerikas Schnüffler dran. Mit seinem Abhörsystem Echelon spioniert der Geheimdienst NSA weltweit Bürger, Politiker und Konzerne aus. Telefone werden abgehört, Faxe insgeheim von Nachrichtendienstlern gelesen, E-Mails ebenfalls. Massiv und ungestört stöbern elektronische Aufklärungsdienste im globalen Kommunikationsfluss. Sie forschen die Verhandlungsstrategie von Handelsorganisationen aus, spionieren gegen Unternehmen und Banken und schalten sich in die Server der Internetbetreiber ein. In welchem Umfang bei der elektronischen Schnüffelei Missbrauch betrieben wird, lässt sich nicht feststellen. Der ehemalige kanadische CSI-Mann Mike Frost jedenfalls wirft den Abhörern vor, sie würden jenseits jeglicher Kontrolle operieren. Was mich beunruhigt, so Frost, ist die Tatsache, dass niemand Rechenschaft ablegen muss und es daneben kein Sicherheitsnetz gibt für Unschuldige, die in das System geraten. Ja, also wir haben hier den NSA, von dem es lange Zeit gar nicht bekannt war, dass es ihn überhaupt gibt. Und dieser schnüffelt halt überall herum. Ja, jetzt will man ja sogar auch die Messenger-Dienste wie WhatsApp und andere dazu zwingen, ihre Verschlüsselung offenzulegen, damit die Geheimdienste auch dort rein können. Ja, es muss alles überwacht und alles durchgeschnüffelt werden. Und ich habe in einem weiteren Bericht gelesen, dass da zum Beispiel jährlich 100 Menschen gerettet werden, die sich das Leben nehmen wollen, die das telefonisch bei einem Freund oder Bekannten oder Verwandten ankündigen. Und dann wird das halt automatisch herausgefiltert, diese Botschaft, und den Behörden weitergegeben. Und dann kann es sein, dass dann die Polizei ganz schnell zu den Leuten hinfährt, um das Schlimmste zu verhindern. Ja, also
Das gibt es tatsächlich, dass wirklich alle Telefonate, alle E-Mails, Faxe und so weiter durchleuchtet werden, durchschnüffelt werden. Und zwar jetzt auch nicht mehr nur von Bodenstationen, sondern das geht alles jetzt mittlerweile über spezielle Kommunikationssatelliten, die halt diese Daten herausfischen und den Behörden bzw. den Geheimdiensten weiterleiten. Das wird natürlich nicht alles jetzt durchgehört, was wir so an unseren Telefonen und so besprechen, sondern wie gesagt wurde, es gibt Schlüsselwörter, wie zum Beispiel Bombe oder ähnliche Dinge, wo dann halt die menschlichen Geheimdienstler eingeschaltet werden von den Maschinen, die das alles überwachen und durchforschen. Ja, und wenn dann Schlüsselworte auftauchen, dann gibt es so eine Art Hinweis und dann setzt sich dann ein menschlicher Mitarbeiter hin und schaut sich dann nochmal den kompletten Vorgang an. Ja, wer hat was gesagt oder geschrieben oder in welchem Zusammenhang sind diese Wörter gefallen? Ja, und dann weiß man Bescheid und dann kann man da auch entsprechend reagieren. Wer es nicht glaubt, ich habe hier auf YouTube tatsächlich auch Fernsehsendungen aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen gefunden, wo darüber berichtet wird. Ja, und das ist wirklich sehr interessant. Frontal 21 oder auch Panorama hat mal darüber berichtet. Ich werde ein paar Ausschnitte zeigen. Die NSA, die Nationale Sicherheitsagentur, ist Amerikas geheimster Geheimdienst. Mehr als 30.000 Mitarbeiter belauschen und analysieren den weltweiten Datenverkehr. Die NSA darf alles und jeden abhören und sie verfügt gemeinsam mit einigen Verbündeten wie Großbritannien über alle technischen Möglichkeiten dafür. Ihr wirksamstes Instrument, Echelon. Hier eine Station in Wahopai, Neuseeland. Echelon ist in erster Linie ein Abhörsystem mit einer Hochleistungssuchmaschine. Die NSA sammelt und überwacht die gesamte kommerzielle Satellitenkommunikation, Telefonverkehr, Faxe, E-Mails. Und mit Hilfe von Suchbegriffen werden dann die interessanten Informationen herausgefiltert und analysiert. Elektrische Zäune, Stacheldraht, Videoüberwachung. Die Amerikaner wollen sich bei Echelon nicht in die Karten schauen lassen. Die Amerikaner nutzen dieses System Echelon seit Jahrzehnten gegen deutsche Unternehmen zur Wirtschaftsspionage und überwachen damit vollständig jegliche Kommunikation, technischer Art, kommerzieller Art, personeller Art ebenfalls, und bauen das System noch aus. Als sich die Europäische Union und europäische Unternehmen über diese Praxis der Amerikaner beschweren, antwortet der ehemalige CIA-Chef James Woolsey in einem offenen Brief. Lapidar? Ja, meine kontinentaleuropäischen Freunde, wir haben euch ausspioniert. Und es stimmt, dass wir Computer benutzen, um eure Daten nach Schlüsselworten zu durchsuchen. Manchmal wird halt berichtet darüber, dass einzelne Personen ausgespäht wurden, wie zum Beispiel Bundeskanzler oder irgendwelche Wirtschaftskonzerne, wo halt man irgendwelche Strategien da oder Planungen der Chefetagen halt ausfindig machen wollte. Aber eigentlich wird jeder Mensch überwacht und ausspioniert. Das Ganze geht immer weiter, ja. Jetzt ist ja zum Beispiel auch dieser FRID-Chip immer mehr im Kommen. In Schweden gibt es da schon einen Run auf diese Chips. Jeder möchte so einen Chip haben. Jeder möchte mit einem Chip, der in die Hand implantiert ist, ja, die Zugangstür zum Personaleingang seiner Firma aufmachen, wo er arbeitet. Ja, also in Deutschland. Ja, ich habe hier zum Beispiel einen Transponder am Schlüsselbund, womit ich dann in die Institution hineinkomme, für die ich arbeite. Und damit kann ich auch die Zeiterfassung aktivieren. Das heißt, ich stempel mich damit ein und auch wieder aus, wenn ich gehe. Das wird elektronisch dann auch schon festgehalten. Ja, und ich habe dann auf Arbeit auch eine Übersicht, wo ich sehen kann, welche Kollegen da sind und welche nicht. Ja, dass jeder, der sich einstempelt, der wird dann halt angezeigt. Und das Ganze geht halt auch mit dem FRID-Chip. Jedenfalls in Schweden kann man damit schon die Türen öffnen und dann halt sich einstempeln in Zeiterfassungssysteme. Ja, und es gab ja auch schon hier in Deutschland Werbung dafür. Eine bestimmte Bank hat diesen FRID-Chip angepriesen, ja, wenn man sich ein neues Haus, ein Grundstück mit Häuschen kauft, dann kann man dann schon mit dem FRID-Chip, den man vielleicht kostenlos dazu bekommt, dann auch die Tür aufmachen und braucht dann halt keinen Schlüssel mehr. Ja, und diese Chips, die werden bestimmt immer weiter
ausgebaut werden. Na, dann ist die Lohnsteuerkarte drauf, das heißt, sie ist ja sowieso schon elektronisch und die brauchen wir heute auch gar nicht mehr, weil das alles direkt abgerechnet wird. Ja, oder die Gesundheitskarte, wenn man zum Arzt geht, die, dass man von der Krankenkassenkarte auch eine Information auf den Chip bekommt, wo man sich dann beim Arzt dann einstempeln kann und dann hat er halt die Daten da, die vorher vielleicht auf der Karte waren. Bezahlsysteme, EC-Karte, Kreditkarte, ja, alles kann man heute über den Chip machen. Bestimmt dauert das nicht mehr lange. Und dann auch der Personalausweis, der Führerschein, andere Identifikationsmerkmale. Ne? Und wenn man dann zum Beispiel in eine Verkehrskontrolle kommt von der Polizei, dann hält man das Ding dran, piep, ne? Und wenn man zu schnell gefahren ist, dann wird das Geld wahrscheinlich auch gleich vom Konto abgebucht. Ja, es wird ja immer noch gesagt, ja, die Bundesregierung möchte keine Abschaffung des Bargelds, aber was ist, wenn die EU das beschließt oder die Europäische Zentralbank oder so, ja, dann wird die Bundesregierung auch nicht sagen, ach, nö und so, wir wollen doch das Bargeld behalten. Ja, und das Bargeld wird ja auch immer mehr verleidet, ne? Also es ist geplant zum Beispiel, dass man zwei Preise im Supermarkt an den Regalen hat, einmal der Preis für Barzahlung und einmal der Preis für Kartenzahlung, wobei der Preis für Kartenzahlung dann vielleicht 5% niedriger ist oder so, ja, damit das schmackhaft gemacht wird, mit der Karte zu zahlen, also bargeldlos, und somit kommt das Bargeld dann aus der Mode und das ist die Abschaffung des Bargelds durch die Hintertür. Ja, und all solche Sachen stehen uns bevor, der gläserne Mensch. Ja, wir steuern auf die totale Kontrolle zu. Und wenn wir dann diese weltweite Diktatur der neuen Weltordnung haben, dann kann jeder Mensch auf Knopfdruck halt kontrolliert werden. Und wenn da Systemgegner sind oder so, dann kann man denen mal ganz locker das Konto sperren. Und dann kommen sie nicht mehr an ihr Geld ran, weil Bargeld gibt es ja dann wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja, also die totale Kontrolle wird nur noch eine Frage der Zeit sein. Und ja, wir werden uns daran gewöhnen müssen. Und das ist auch völlig egal, ob wir nun bei Google uns anmelden oder nicht oder wo auch immer. Ja, weil unsere Daten, die sind sowieso jederzeit zugänglich für die Geheimdienste oder für die Behörden, die sich dafür interessieren. Und da brauchen wir halt auch nicht davon ausgehen, dass da noch irgendwas geschützt ist. Daten sind immer nur so lange geschützt, wie halt die Daten uninteressant sind. Sobald sie interessant werden im Rahmen der Überwachung oder der Kontrolle, dann ist der Datenschutz auch nicht mehr vorhanden. Dann wird das aufgeweicht, aufgelöst, ein Richter beschließt dann halt, dass die Daten eingesehen werden können. Aber das braucht gar nicht so weit kommen, denn die Daten liegen ja auch so vor, wir unterschreiben es ständig irgendwo und klicken ständig irgendwo Datenschutzerklärungen an. Ja, und letztendlich schnüffelt ja auch die NSA und andere Geheimdienste über die Telefonleitungen und über alle möglichen Kommunikationswege. Ja, also macht euch nichts draus, ne? Wenn ihr eure Schweinereien da am Telefon erzählt, ne? Dann kann es durchaus sein, dass da einer sich mit einklingt und mithört. Das war ja in der DDR früher auch so, ne? Wenn man da Ostverwandtschaft hatte und mit denen telefoniert hat, dann klickte das öfter mal so in der Leitung und dann wusste man, aha, da hört wieder jemand mit. Ja, und das Ganze gibt es auch schon seit den 70er Jahren halt in Westdeutschland bzw. auf der ganzen Welt. Überall wird geschnüffelt, gehorcht und analysiert. Ja, das ist nun mal so. Und da brauchen wir uns jetzt auch jetzt keine Gedanken mehr machen. Meldet euch bei Google an. Dann könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Dann könnt ihr meine Videos liken. Ja, die Daten sind sowieso jederzeit abrufbar für die Leute, die sich dafür, oder für die Gremien, die sich dafür interessieren. Und also, ne, ihr könnt euch gerne bei Google anmelden, das schadet dann auch nicht mehr. Ja, also lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, gebt meine Videos weiter per WhatsApp, per E-Mail und teilt sie auf den sozialen Netzwerken. Ja, gut, okay, ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Alex von Mackie.